Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld Alpha 15. Ich bin Dr. Wolfsherz. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, und da kommt der Sam gerade angelaufen. Unser Explorer, wie ihr wisst, diesmal nur mit einem reichen Entdecker angefangen, trägt gerade Holz zum Bett und ja, wird das dann wahrscheinlich auch sofort fertigstellen. Ebenso wie die Fackel, was natürlich sehr praktisch ist. Dann haben wir nämlich auch Licht im Dunkeln. Ja, schlafen können wir ebenfalls. Das ist gut. Und das Dach wird errichtet. Wunderbar. Ich sehe gerade, das wird grün angezeigt. Das liegt daran, dass ich hier gerade die Schaltfläche gedrückt habe. Die ist nämlich neu. Und wir können jetzt auf diese Art und Weise sehen. Und das finde ich total stark, weil das hat mir nämlich in der alten Alpha noch gefehlt. Oder ich war einfach zu blöd, es zu sehen. Ja, wir können jetzt genau sehen, wo Dächer tatsächlich errichtet sind. Hervorragende Sache. Gefällt mir sehr gut. Ist eine der wichtigsten Neuerungen für mich. Weil gerade bei vielen Räumen die Übersichtlichkeit, was die Dächer angeht, doch stellenweise ein bisschen schwierig war. So, was werden wir als erstes bauen, ist die Frage. Oder was werden wir als nächstes bauen, besser gesagt. Denn wir haben ja schon ein kleines Räumchen für uns eingerichtet. Hier ist eine Lagerfläche für, ja, erstmal für alles. Ich würde sagen, wir werden jetzt mal kurz in dem Lagerbereich schon mal alle Pflanzen entfernen. Das gibt uns ein bisschen Holz und ein bisschen bessere Übersichtlichkeit und natürlich auch Platz, was eigentlich im Lager drin ist. Und dann würde ich sagen, danach bauen wir ein Lagerfeuer. Weil dann können wir nämlich Speisen zubereiten. Wir haben für den Anfang ja 9 Überlebensrationen, obwohl da müssten noch mehr liegen. Ja, ja, hier liegen nochmal 30, also 39 Überlebensrationen. Allerdings ist auch Mai die Überlebensration, also wird es Zeit für was anderes. Wir müssten dann mal jagen gehen oder sowas. Ja, dann spannen wir uns das Lagerfeuer aber auch noch. Würde sagen, wir jagen mal hier die Ratte. Einfach mal, um zu sehen, wie gut wir mit dem Energiegewehr klarkommen. Das ist ja, ne, oh, da sind Tiere. Alle drei, die werden wir, oh schön. Dass das so klappt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, jagen wir einfach mal. Sam isst auch gerade. Das heißt, nahrungstechnisch müssen wir aufpassen, es wird nämlich immer weniger. Oh, pass auf, schießt nicht auf Mai. Der bleibt ja jetzt hoffentlich stehen. Ja, sehr schön. Nummer 1. Jetzt haben wir natürlich auch keinen Schlachttisch. Den brauchen wir natürlich auch dringend. Ja, und ich würde sagen, so vom Schießen her, mit 11 guter Experte sind wir ganz gut dran. Das funktioniert nämlich sehr gut. Also, wir brauchen ein Lagerfeuer und einen Schlachttisch. 95 Holz. Errichten wir natürlich sofort. So, die Frage, ob wir das hier drin haben wollen oder ob wir den hier hinstellen. Den Schlachttisch, ich würde sagen, nach draußen. Das Lagerfeuer bauen wir aber innen. Dann sind wir nämlich bei den Temperaturen. Obwohl, die sind relativ gut, sehe ich gerade. Wir könnten natürlich auch direkt ein Feld anlegen. Ah, so viel zu tun. Und das ist eben das, wenn man alleine hier gestartet hat. Dann ist es fast schon zu viel. Wie stellen wir denn das Feuer mal hin? Ich würde sagen, so. Dann hätten wir uns die Fackel eigentlich fast sparen können. So, das kostet schon mal Holz. Das wird auch Holz kosten. Und ja, eine kleine Farm macht auf jeden Fall Sinn für die ersten eigenen Feldfrüchte. Das hier ist, glaube ich, fruchtbare Erde. Kann das sein? Nein, moosüberzogene Erde. Fruchtbarkeit 100% steht unten. Ja, dann würde ich sagen, machen wir es hier bei den Tannen. Da wir alleine sind, reicht eine kleine Fläche. Und ja, Kartoffeln sind gut. Die wachsen nämlich schnell. Die brauchen meines Wissens nur 3 Tage. Ich schau mal kurz nach. Ja, 3,09 Tage.
also ganz schnell gewachsen. Und was die Berechtigungen angeht, die werde ich alle erstmal so lassen, weil er soll eh alles machen und dann von links nach rechts ist schon in Ordnung für mich. Stellen die Geschwindigkeit jetzt mal ein bisschen höher, damit das hier mit dem Tragen ein bisschen schneller geht. So, da ist auch schon der Schlachttisch fertig. Da können wir gleich eine Aufgabe für einstellen. Schlachte Kreatur für immer. Sehr gut. Das läuft also. Und hier machen wir auch eine Aufgabe. Und zwar Drogen verbrennen gibt es jetzt. Kleidung verbrennen und grille einfache Mahlzeit. Ich würde mal sagen, wir stellen mal erstmal 10 Stück her. Ah, und da wird der Hund trainiert. Sehr schön. Hat das jetzt geklappt? Nein, hat nicht geklappt. Schade. Und da ist schon die erste Nacht. Ja, für den ersten Tag haben wir doch hier ganz gut... haben wir doch ganz gute Fortschritte. Haben auch schon ein bisschen Fell, also können schon irgendwas Kleidungstechnisches theoretisch zumindest herstellen. Ich würde sagen, erstmal die Rohstoffe reinholen lassen und dann langsam aber sicher weitersehen. Kartoffeln sind auch schon 2 angesetzt, das ist gut. Hier müssen wir natürlich auch die Pflanzen entfernen, die anderen. Zumindest eigentlich mal die Bäume. So, wo geht's jetzt hin? Geht etwas spazieren. Ah ja, das wäre dann der nächste Punkt. Gut, dass ich das gerade sehe. Die Arbeitseinteilung. Würde sagen, schlafen ist so in Ordnung. Eine Stunde weniger, also morgens um 5 Uhr raus aus den Federn. Dann 3 Stunden, wo alles gemacht werden kann, wo auch zur Not länger geschlafen werden kann, falls es da mal Probleme gab. Dann bis 12, sagen wir bis 14 Uhr arbeiten, 2 Stunden Freizeit und dann weiterarbeiten bis 21 Uhr. Oder sagen wir mal bis 20 Uhr. 8 bis 20 Uhr, 2 Stunden Freizeit dazwischen. Das kann, wie gesagt, genutzt werden für alles, was nötig ist. Da entscheidet der Kolonist selbst und schlafen. Wenn es keine Unterbrechung oder Störung gibt, wird geschlafen. Und da ist unsere erste Mahlzeit. Sehr schön. So, das lassen wir jetzt eben zu Ende machen, bis wir nichts mehr haben. Ruht sich mit anderen aus. Mensch, wie viele Kreaturen? Ne, das müsste das letzte sein. Das war jetzt der Hase. Und wenn der Hase fertig ist, dann wird versucht zu trainieren nochmal. Gucken, ob das klappt. Ja, Training erfolgreich, hervorragend. Das heißt, Gehorsam ist schon mal fertig. Das nächste ist alleine lösen, Rettung und Transport. Und schade, dass Transport erst als letztes kommt. Aber ist natürlich eine ganz wichtige Sache. So, dann können wir schon mal einen kleinen Tisch bauen. Frage ist nur, wohin? Ich würde sagen, wir erweitern mal ein bisschen. So, nehmen wir das mal auseinander hier, dann können wir hier noch einen Tisch reinbauen und einen Stuhl, wo vernünftig gegessen werden kann. Da fühlen sich die Leute gleich viel besser, als wenn sie das hier im Stehen machen müssen.
Nadelwald Biom gefällt mir momentan ganz gut, muss ich sagen. Ich finde, die Tannen sehen ganz hübsch aus. Außerdem ist es halt mal eine Abwechslung vom gemäßigten Klima. Verteidigung benötigt. Ja, das ist richtig. Wir könnten ein improvisiertes Geschütz bauen. Da wir tatsächlich alleine sind und ich nicht weiß, wann der erste Überfall kommt, werde ich das auch direkt mal erstellen. Drei Komponenten müssen wir dafür natürlich ausgeben. Stellen wir mal hier hin. Oder lieber hier. Hier stelle ich es hin. Komm, Sam. Jawohl. Leine lösen Teil 1 auch schon fertig. Sehr schön, das klappt alles ganz gut. Also dafür, dass wir alleine sind, finde ich, wird die Arbeit ganz gut erledigt. Ach, nur diese Sümpfe oder... Das ist natürlich zum Durchlaufen alles ein bisschen doof. Es dauert halt lange, langsamer als auf normalem Boden zu gehen. Wir haben aber immerhin den Vorteil, dass wir Jogger sind. Das heißt, sind eh ein bisschen schneller unterwegs als normale Kolonisten. Aber wenn man dann so stark ausgebremst wird durch den Sumpf, dann ist der Vorteil fast wieder hin. So, und da ist unser erstes Geschütz, das natürlich Strom braucht, ganz klar. Das heißt, wir brauchen jetzt schon einen befeuerten Generator. Oder eine Solaranlage, nur dann haben wir nachts nichts. Ich würde mal sagen, eine Windturbine vielleicht. Dann haben wir gleich weitere. Ich stelle die Windturbine mal hier hin. Und zwar so rum. Obwohl, wisst ihr was? Ein befeuerter Generator macht ehrlich gesagt mehr Sinn. Das lassen wir wieder sein. Oh, schaut mal. Riesenfaultier schaut vorbei. Und riesig sind die tatsächlich. So. Kopie bauen. Oh, das ist schön. Das ist ebenfalls neu. Können draufklicken, können hier klicken und können dann quasi noch ein weiteres bauen. Wenig Medizin. Besucher! Ein Weaver der Fraktion Lercher vom Fluss besucht die Kolonie. Sie heißt Weiß-Krika Kritza. Ja, auf jeden Fall. Versuchen wir einen Handel. Wir haben allerdings noch kein Silber freigegeben, obwohl möglicherweise. Reicht es, wenn wir hier einfach nur sagen, du darfst es benutzen? Ich will es zumindest hoffen. Und dann gehen wir mal hier direkt. Wo ist er denn eigentlich? Jetzt habe ich es aus dem Auge verloren. Dann warten wir, bis sie hier runterkommt. Sie wird wohl zu unserem Häuschen kommen. Vermute ich zumindest. Ah, da läuft sie auch. Nee, das ist Mai. Da kommt sie doch. Sehr schön. Wird sicher auch eine Weile bleiben. Das heißt, wir werden direkt mal den Kontakt aufnehmen. Handeln. Pemmican, das ist natürlich eine schöne Sache. Könnten wir kaufen. Das sichert uns ein bisschen Nahrung, ist haltbar. Rauchblatt-Joint, da hätten wir dann schon die erste Droge, die man kaufen kann. In kleinen Papierblättchen gerollte Rauchblattblätter, die geraucht werden. Durch die Droge bekommt der Nutzer eine sehr gute Laune, aber auch einen erhöhten Appetit sowie Probleme mit der Konzentration und Fortbewegung. Obwohl die Suchtgefahr nicht hoch ist, kann sie abhängig machen. Ja, klassisch Zigaretten oder ja, vielleicht in dem Fall eher Zigarren, weil wahrscheinlich doch recht grob, so stelle ich es mir zumindest vor. Und ich würde mal sagen, das werden wir natürlich nicht kaufen. Ah, schön. Hier können wir jetzt auch sehen, der Händler ist nicht bereit, mit dieser Ware zu handeln. Das heißt, das wird dann auch gleich ausgegraut. Sehen wir aber halt auch, was wir haben. Sehr schön noch. Ich würde sagen, wir kaufen ein bisschen Pemmikan. Einfach mal 10 für 28 Silber. Und hier ist ein Speer, das brauchen wir aber nicht. So machen wir's.
Okay, wir können uns den Handel nicht leisten, weil das Silber nicht im Lager liegt. Ich hab's befürchtet. Dann, ja, dann darf die gute Dame wieder abziehen. Und wir schauen mal. Na, hat leider nicht geklappt. Aber ich sehe gerade Leine lösen. Leine lösen ist auch schon bei 2 von 2. Sehr gut, das läuft wunderbar. Hier ist noch kein Dach. Wenn ich das jetzt einblende, können wir das auch klar sehen. Ich hoffe, dass er die Dachzone auch automatisch erweitert hat. Das kontrolliere ich jetzt nochmal. Ja, hat er. Und wenn wir dann schon dabei sind, mache ich das hier mal auch, damit der Generator im Trockenen steht. Ich bin ehrlich gesagt fast geneigt, das anzulassen. Ich lasse es jetzt an, damit ich weiß, wann es fertig ist. Wenn man gerade was Neues baut, kann man es ja einschalten. Auf Dauer sieht es natürlich nicht schön aus, wenn es da grün ist. Ah, aber der Generator, der wird jetzt fertig. Sehr schön. Nur noch Holz rein. Da kommt das Dach. Toll. Sehr, sehr schön. Dann schalten wir das wieder ab. Und brauchen eine Stromleitung. Ziehen wir hier durch die Wand hoch. Und ich glaube, das Geschütz kommt hier an dieser Ecke wohl dran. So, mal schauen. So, das war jetzt wieder ein bisschen schnell. Ah, hat Rettung, hat leider noch nicht geklappt. So, Möbel. Wir brauchen einen Tisch. Kleiner reicht. Aus Holz. Und das Lagerfeuer ist schon wieder aus, sehe ich gerade. Tisch stelle ich mal hier hin. Ein Stühlchen. Und damit es da ein bisschen schöner ist, machen wir auch gleich einen Boden rein. Da ist ein verrücktes Tier. Ein Hase. So. Den Hasen werden wir direkt jagen. Ich darf den nur jetzt nicht aus dem Blick verlieren. Machen das einfach so. Hase beschießen geht nicht. Wir sind zu weit weg, ist ja klar. Stellen wir uns hier hin und warten auf den Hasen. Sehr schön. Schon erledigt. So muss das sein. Wunderbar. Wenig Nahrung. Das stimmt. Das stimmt leider. Fürchte. Das mit dem Lagerfeuer hätten wir, glaube ich, ein bisschen eher machen sollen wieder. Und das mit dem Boden lasse ich vorerst. Es gibt momentan in der frühen Phase, wenn wir hier so alleine sind, wirklich wichtigere Sachen. Hier ist auch noch kein Kraftstoff drin. So, das ist schon mal... Oh, ein übler Stuhl. Das Bett ist im Übrigen auch übel. Der Tisch ist schlecht. Ah ja, gut, okay. Also Bauarbeiter sind wir nicht besonders gut drin. Das wäre eigentlich Konstruktion. Ja, erfahrener Amateur. Also es ist nicht das Schlechteste, aber ja, ganz klar nicht gut genug für ordentliche Möbel scheinbar. Schade, dass das hier so runterrutscht. Hier ist dieser neue Skill Managing, der durch die Mod mit dem Manager kommt. Das Ganze können wir erst machen, wenn wir da einen entsprechenden Tisch für bauen. Von daher kann ich da jetzt noch nicht wirklich was zeigen. Ich würde das aufsparen, bis wir wirklich, ja, vielleicht 3, 4 Kolonisten sind, wo es sich dann auch lohnt, Aufträge vernünftig zu planen. Mir wäre es eigentlich ganz lieb, wenn das Zeug hier reingeholt würde, weil zumindest die Rationen hier schon so ein bisschen Schaden nehmen. Die sind sogar schon noch ein bisschen weiter runter. Und das Problem ist nämlich, wenn die im Freien liegen, dann gehen die irgendwann kaputt. Das ist auch der Grund, warum ich hier gerne weiterbauen möchte. Die Tür müssen wir hier hinsetzen. So, und ich glaube, wenn das gebaut ist, können wir hier auf jeden Fall ein Dach drüber bauen.
Also hier sowieso. Aber ich glaube, das müsste auch gehen. Und dann hätten wir hier nämlich alle Sachen im Lager schon mal schön sicher verpackt. So. Sehr schön. Das funktioniert auf jeden Fall. Gut, gut. So, Wanderer bleibt. Oh, schön. Alex ist dabei. Sehr schön. Also, da es aussieht, als würde der eine Weile bleiben, schlägt Sam vor, der Gemeinschaft einen Namen zu geben. Wie soll sie heißen? Wir landeten hier. Wir waren neugierig. Okay. Alex, herzlich willkommen erstmal. Und was bist du denn für einer? Du bringst 3 Überlebensrationen mit und ein schlechtes Stahltaschenmesser. Gut. Deine Sache ist auch eher der Nahkampf. Immerhin sozial, das ist gut. Ein bisschen Medizin. Das ist gut. Dann und Forschung. Sehr hoch, das ist gut. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal jemanden, der forschen kann und wenigstens ein bisschen Medizin ausüben kann. Verweigert allerdings einfache Arbeit. Das heißt, hier tragen und reinigen ist nicht. Schade. Und wir brauchen schon ein zweites Bett. So schnell geht das. Stellen wir dahin. Erstmal ist hier gemeinsamer Schlafsaal angesagt. Geht nicht anders. Und, Kollege, wo bist du denn? Ach, da oben. Mein Gott. Kann das sein, dass du langsam bist? Schießwütig und aggressiv? Nein, ist nicht langsam. Ist im Vergleich zu Sam halt sehr langsam. Der ist nämlich wirklich ziemlich schnell. So, wir bauen mal noch ein paar Fackeln. Die waren doch unter... Wo waren die denn? Da unter Möbel. Einmal hier, damit man was sieht. Und im Lager ist jetzt nicht ganz so wichtig. Okay, das Geschütz hat Strom. Das heißt, so eine ganz einfache Grundverteidigung hätten wir dann auch schon mal. Ja, und damit sind wir für heute am Ende der Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen freuen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.